Dieses Mal geht's auf dem Vulkanradweg von Fulda nach Frankfurt am Main. Das sind ca. 155 Kilometer, für die ich mir gemütlich 3 Tage Zeit genommen habe. Für die Anreise von Berlin nach Fulda habe ich den ICE 4 benutzt. Im ICE 4 gibt es 8 reservierungspflichtige Fahrradstellplätze. Angekommen in Fulda führte mich mein Weg auf bestens ausgebauten Fahrradwegen direkt hinaus aus der Stadt. Wer nicht nur Radfahren möchte, der sollte sich die vielen Sehenswürdigkeiten in Fulda nicht entgehen lassen. Einige liegen in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und lassen sich über einen kurzen Abstecher schnell erreichen. Der eigentliche Startpunkt des Vulkanradwegs ist die Kleinstadt Schlitz. So führte mich meine erste Tagesetappe von Fulda über Schlitz nach Bad Salzschlürf. Das sind ca. 35 Kilometer. Ich habe gestaunt, dass bereits der Fahrradweg von Fulda nach Schlitz bestens ausgebaut ist. Das kann man für die gesamte Tour so festhalten. Der Radweg war durchweg super ausgebaut und man musste zu keiner Zeit auf Landstraßen fahren. Somit ist die Tour aus meiner Sicht auch bestens für Familien mit Kindern geeignet. Allerdings sollte man aufgrund einiger steiler Abschnitte auf jeden Fall auf gut funktionierende Bremsen achten. Die Durchquerung des Mittelgebirges ist allerdings ohne extreme Anstiege zu bewältigen. Der maximale Anstieg liegt gerade mal bei 3%. Hohe Geschwindigkeiten kommen jedoch bei längeren Abfahrten zustande. Der Vulkanradweg folgt in großen Teilen einer ehemaligen Bahnstrecke. Dadurch, dass die Bahntrasse etwas höher liegt, hat man stets eine tolle Aussicht auf die Landschaft. Der erste Teil der Tagesetappe führt entlang der Fulda. Die Fulda entspringt im hessischen Teil der Rhön an der Wasserkuppe und ist im weiteren Verlauf einer der Quellflüsse der Weser. Bereits nach 25 Kilometern ist die Kleinstadt Schlitz erreicht. Durch seine 5 Burgen ist die Stadt über Hessen hinaus bekannt und wird daher auch als romantische Burgenstadt Schlitz bezeichnet. Eine Besonderheit bildet der sogenannte Burgenring, der Innenstadtbereich der Stadt Schlitz. Dieser liegt auf einem Hügel mit einer eindrucksvollen Ansammlung von Burgen, Türmen, Herrenhäusern, der Stadtkirche und vielen Fachwerkhäusern. Sehenswert ist insbesondere der Marktplatz mit seinen umliegenden Fachwerkbauten. Eine tolle Aussicht auf die Umgebung bietet der Hinterturm mit seinen 36 Metern Höhe. Eine Turmauffahrt ist per Aufzug möglich. In der Adventszeit wird der Hinterturm zur größten Kerze der Welt. Dabei wird der Turm in ein rotes seidenes Tuch gehüllt und eine Kerzenspitze aus mehreren hundert Glühlampen aufgesetzt, die schon von Weitem sichtbar sind. Nach weiteren 10 Kilometern war das Tagesziel Bad Salzschlürf erreicht. Hier habe ich im Aparthotel Paradies übernachtet. Ein kleines gemütliches Hotel mit freundlichem Service. Auf der Rückseite des Hotels gibt es die Möglichkeit, das Fahrrad einzuschließen.
Nach einer erholsamen Nacht und einem tollen Frühstück ging es auf zur zweiten Tagesetappe mit dem Ziel Gedern. Eine gemütliche, 55 Kilometer lange Etappe. Nach ca. 3 Kilometer liegt zwischen Bad Salzschlöf und Angersbach die Burgruine Wartenberg. Diese liegt nahe an der Strecke und ist ein Besuch wert. Nach den ersten 10 Kilometern der Etappe wird die Kleinstadt Lauterbach erreicht. Der Name leitet sich von der Laute ab, die durch die Stadt fließt. Der Ankerturm, hier in der Mitte des Bildes zu sehen, ist der einzige erhaltene Turm der ehemaligen Stadtmauer und das Wahrzeichen der Stadt. Am Ankerturm beginnt auch die Ankertreppe. Diese führt aufwärts vom Graben, einem ehemaligen Fachwerkensemble, zum Marktplatz. Nach 14 Kilometern der Tagesetappe erhebt sich oberhalb des Radweges das Schloss Eisenbach. Die Schlossanlage in ihrer heutigen Form stammt aus dem 16. Jahrhundert. Sie besteht aus einer vierflügeligen Kernburg, einem westlich vorgelagerten Wirtschaftshof mit Kapelle, Scheune, Wohnbau, Torbau und weiteren Wirtschaftsgebäuden. Die Schlossanlage kann von außen besichtigt werden und auch der weitläufige Schlosspark ist für Besucher frei zugänglich. Er wurde als Bergpark angelegt und weist einen reichen Baumbestand auf.
Entlang der Strecke gibt es ab und zu Rastplätze, die zum Verweilen einladen. Zum Beispiel, um ein schönes Mittagessen zu kochen. Richtige Unterstände oder Schutzhütten, die Schutz vor Regen oder Gewitter bieten, sind jedoch selten auf der Strecke. Im weiteren Verlauf der Tour trifft man immer wieder auf schöne historische Brücken, die den Vulkanradweg kreuzen. Nach 41 Kilometern erreicht man Hartmannshain. Das ist die höchstgelegene Stelle des Vulkanradweges. Ab hier macht das Fahren besonders Spaß, denn ab jetzt führt der Radweg fast ausschließlich bergab. Nach gemütlicher Abfahrt erreicht man nach 55 Kilometern die Kleinstadt Gedern. Auf dem Schlossberg liegt das Schloss Gedern. In diesem ist ein Schlosshotel mit Restaurant und Café untergebracht und hier ist auch der Sitz der Stadtverwaltung. In unmittelbarer Nähe des Schlosses befindet sich das Gästehaus des Schlosses, die Villa Geriwada. Die Zimmer sind gut ausgestattet und die Übernachtung ist preiswerter als im eigentlichen Schlosshotel. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, das Fahrrad in einem separaten Schuppen einzuschließen. Es besteht sogar die Möglichkeit, E-Bikes aufzuladen. Nach einer entspannten Nacht und einem gemütlichen Frühstück ging es auf zur letzten Etappe, von Gedern nach Frankfurt. Das sind ca. 65 Kilometer.
Nach ca. 14 Kilometern erreicht man die Kleinstadt Ortenberg. Dort lohnt sich ein kleiner Abstecher zum alten Rathaus. Das Fachwerkhaus wurde um 1500 errichtet und ist ein geschütztes Baudenkmal. Nach ca. 22 Kilometern kommt man an vielen Wiesen vorbei, auf denen häufig Störche anzutreffen sind. Nach 30 Kilometern erreicht man Altenstadt mit seinem Bahnhof. Bereits kurz dahinter, bei Höchst, endet der Vulkanradweg. Bei Bedarf kann man von Höchst aus mit der Bahn weiterfahren oder man folgt weiterhin dem gut ausgebauten Radweg. Ich habe gestaunt, wie gut auch im weiteren Verlauf die Radwege ausgebaut sind. Die Wege führen entlang von Feldern über bestens asphaltierte Wege bis in der Ferne Frankfurts markantes Skyline zu erkennen ist. Mein Fazit zu der Tour ist eine klare Empfehlung, da die Tour sehr abwechslungsreich ist. Die Natur mit den Wiesen, Feldern und Wäldern ist sehr schön und beeindruckend und die kleinen Städte haben mit ihren Burgen und Fachwerkhäusern ebenfalls viel Interessantes zu bieten. Hinzu kommt, dass die Strecke fast 100% autofrei ist und man auf bestens ausgebauten Fahrradwegen unterwegs ist. Hinzu kommt, dass die Wege zu großen Teilen über alte Bahntrassen führen. Da die Züge damals keine großen Anstiege bewältigen konnten, gibt es auf den ausgebauten Bahntrassen auch keine steilen Bergaufpassagen.